Hallöchen und herzlich willkommen. Mein Name ist Istat Graf und ich heiße euch heute mal herzlich willkommen zu einer weiteren finalen Runde von Star Wars The Old Republic. Und diesmal sind wir hier mit Blank unterwegs, also mit Lord Blank. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich während der ganzen Sache eigentlich nur noch die Finale so mache. Und deswegen, ich bin jetzt hier auf der Reise nach Korriban, wo ich mich jetzt natürlich, wie es hier oben auch steht, da, Missionsfenster, da, Chat, voll uncool, bräuchte Mission, das ist gut. So, und wir müssen halt, gib dich zu den Gemächern, das Rad der Sith. So, meine lieben Freunde, und jetzt sind wir hier in der Sith Academy angekommen. Wir gucken uns die nochmal an. Schön dunkel, schön düster auf jeden Fall. Wir werden ja jetzt natürlich erstmal gucken auf der Karte, wo müssen wir hin. Wir müssen zuerst mal hier die Treppen hoch. Trapp, trapp, trapp. Und dann ist hier ein sogenannter Aufzug. Dup, dup, dup. Dann gehen wir hier rein. Dup, dup, dup. Und dann befindet sich hier so das Sith-Rad. Und das ist unser primäres Ziel, also das hier, ne? Genau, das ist also unser primärer Ziel. Primäres Ziel, primärer, keine Ahnung, Hauptsache Primäre. Da latschen wir mal die Treppen hoch. Alt. Zurück, bitte. Einmal zurück. Ich, nicht zurück, aber bevor ich die mittlere Tür nehme, nehme ich die andere Tür. Genau, die da. Die da, die da, die da. Eine Tür. Ich möchte zu den da. Der hat doch bestimmt neue Fähigkeiten für mich. Yo, Poser. Endlich ein würdiger Schüler. Dann hab doch mal wenigstens was für mich, du Penner. In dem Fall grüße ich mal diesen Typen da, ne? Ja, so. Dieser Stufe 3. Hat das gerade höchstwahrscheinlich erst angefangen? Dieser Wurm. Immer häng ich fest. Guter Döner. Guter Dönerfleisch. Döner, immer guter Döner. So. Ja, haben wir auch schon Fahrstuhl und dann fahren wir da auf jetzt hoch. Bist du denn feiner? So. Dann wollen wir mal. Zu den Gemächern, beziehungsweise zu den, doch, da steht ja, zu den Gemächern der Sith. So. Mal gucken, was jetzt passiert, aber. Sofort stehen bleiben. Gebt mir eure Waffen. Ich muss ein altes Sith-Duell beenden. Ich werde nichts dergleichen tun. Thanaton gibt gerade seine Erklärung vor dem Rat der Sith ab. Und ihr werdet ihn nicht unterbrechen. Sonst haben meine Schüler und ich auch etwas dazu zu sagen. Aber genau das habe ich vor. Thanaton hat zum letzten Mal versucht, mich zu töten. Nur weil er gescheitert ist, heißt das nicht, dass ich auch scheitern werde. Es gibt eine ganze Welt der Politik, von der ihr keine Ahnung habt. Dachtet ihr etwa, Thanaton wäre mit seinen Überzeugungen allein? Meine Herren, tötet ihn. Ist es schon wieder? Ihr glaubt doch wohl nicht, dass ihr irgendeine Chance gegen mich habt. Na, ein bisschen Taschengeld aufsammeln. So.
So, meine lieben Freunde, da haben wir auch schon wieder zum einen die Tür der Siffy Biffy. Da wollen wir rein. Meine Sith Lords, schon seine Meisterin war korrupt. Und auch er ist es. Ohne die Tradition der Sith wären wir nichts. Und was sollen wir eurer Meinung nach tun? Ihr wisst, was die Situation erfordert. Die Ordnung muss wiederhergestellt und eine Strafe auferlegt werden. Wenn wir unsere Gegner besiegen wollen, muss der ehemalige Schüler von Sesh sterben. Er hat die Khagat-Arena verlassen, als er Corellia verlassen hat. Ich werde ihn töten. Die Khagat-Regeln sind uns allen wohl bekannt. Das Khagat ist ein Spielplatzduell. Mord kennt keine Regeln. Das Khagat ist eine ehrenhafte Tradition der Sith. Tulak Hort hat sie vollzogen. Marka Ragnos, Ludo Kresh. Die Frage bleibt, warum konntet ihr diesen Schüler, dieses Kind nicht töten? Ganz einfach. Ich habe ihn mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Verspottet mich nicht! Ich schwöre euch, wenn ihr Thanaton nicht zum Schweigen bringt, dann werde ich es tun. Ich lasse mich nicht hintergehen und ich werde nicht sterben. Und wenn ich diesen Sklaven getötet habe, werdet ihr alle dafür gerade stehen. Okay. Okay. Kein Problem. Guten Tag. Dieser will es einfach nicht kapieren. Dieser will es einfach nicht kapieren. Ich hab hier noch was für dich. Eine Überraschung. Eine kleine. Eine ganz kleine Überraschung. Hey, oh, Thanaton, du kannst mir nichts. Du bist ein Niemand. Du wirst immer ein Niemand bleiben, du Flasche. Und das Schlimme ist, alles wird gut. Danke. Und das Schlimme ist tatsächlich, der gibt einfach nicht auf. Nein, ich werde nicht besiegt. Das kann nicht sein. Thank you.
Es tut mir leid, Thanaton. Auf Nimmerwiedersehen. Er war ein besserer Sith, als ihr ihm zugetraut habt, Ravage. Hoffen wir, dass sich sein Nachfolger als würdig erweist. Mein Sith-Lord, euer Sitz. Ich freue mich darauf, mit euch allen zusammenzuarbeiten. Er ist doch nur ein Lord. Man kann keinen Lord in den Rat der Sith berufen. Seid still, Ravage. Er hat seinen Platz verdient. Auf Anordnung des Rats der Sith und in Anbetracht eures Rufs als Meister der dunklen Seite seid ihr von nun an Darth Nox. Ihr seid die Spitze der Pyramide uralten Wissens. Ihr werdet damit beauftragt, das mystische Wissen der Sith zu bewahren und die Geheimnisse unseres Rats zu hüten. Zusammen mit uns herrscht ihr über alle Sith und untersteht nur dem Imperator selbst. Werde ich den Imperator treffen? Warum ist er nicht hier? Der Imperator wird euch rufen lassen. Falls und wenn er es wünscht. Unsere Aufgabe hier ist erledigt. Ihr würdet gut daran tun, eure Anhänger auf Drum und Kaas aufzusuchen und euch ihre Loyalität zu sichern. Wir werden euch herbestellen, wenn der Rat der Sith das nächste Mal tagt. Ah, geil. Ja, wie gesagt, falls euch das hier interessiert, ihr könnt auf Pause drücken. Ich lasse euch natürlich ein bisschen mehr Zeit, um euch das hier in Ruhe durchzulesen. Bla 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 bla. So, und dann, jetzt kommen wir hier runter. Dann könnt ihr das hier noch lesen. So. Ja, ich habe natürlich dementsprechend auch einen neuen Titel bekommen, so wie ich das hier mitbekommen habe. Zack, zack. Und aus Lord Blank wird nun... Wo ist er denn? Blank? Nö, lass mal den Lord. Und wir treffen uns dann auf Drogen und Gras wieder. So, und nun auf Drogen und Gras gelandet, machen wir uns dann hier einfach mal den Lenzen, auf den wir ein bisschen dancen. Und natürlich auch hier begib dich zu Darth Thanatos Gemächern. Machen wir. 100 Jahre später? Nein. Lord Blank ist am Start. Darunter zu springen wäre sehr kontraproduktiv. Es geht hier runter. Jetzt geht's hier runter. Das ist so bunt da unten. Das macht so Spaß. So. Jins ala patek galakai in alama.
Taukida, Mela Sui Sama, Word Sign In, Merem Nai, Saiga Trauer Digdal. Mein Sith Lord, ich bin geehrt und biete demütigst meine Dienste an. Läutert diese Pyramide von allen, die Thanaton noch immer treu ergeben sind. Sie sind Verräter. Mein Sith Lord, wäre es nicht besser für uns, wenn... Ich meine, natürlich, ich werde gehorchen. Ihr habt euch gut geschlagen, kleine Schlange. Aber wir sind fertig. Euer Feind ist tot. Befreit uns. Euch vielleicht, Ehrgast. Ich jedenfalls habe nicht vor, noch einmal an einen Sarg in den Eiswüsten von Hoth gebunden zu sein, einsam und vergessen. Dann bleibt für immer hier. Ich muss zugeben, ich habe mich an die Macht gewöhnt. Seid verflucht! Wir werden uns rächen! Wir werden unsere Freiheit finden! Der Gedanke, dass du vor mir ein Mitglied im Rat der Sith wirst, macht mich krank. Mein Sith Lord, wie lautet unser nächstes Ziel? Gangbang-Partys? Diese Galaxis ist voller mächtiger und mystischer Geheimnisse, gefährlich und dunkel. Ich werde diese Geheimnisse erkunden und mich ihrer bemächtigen, bis es niemand mehr wagt, mich herauszufordern. Iblises Amins Weihheitsfuls, Gawendida Siegfram Tauhans. So, meine lieben Freunde, Blank verabschiedet sich, also Darth Blank verabschiedet sich und ja, ihr seht, ihr habt jetzt hier von Lord zu Darth und ich verabschiede mich hier in diesem Sinne schon mal von euch und ja, bis zum nächsten Finale von sonst wem. Wir werden, lasst euch überraschen, von wem noch das Finale zu finden ist, also in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis dann und möge die Macht immer stets mit euch sein oder die dunkle Seite, je nachdem, wo ihr es euch entscheidet. Ich lieb euch, haut rein. Bis dann. Mein Sith Lord, ich möchte meine Ausbildung fortsetzen. Guter Junge, Kraft kann man nie genug haben, was? Die größten Kalisch werden zu Göttern, wenn sie sterben. Um Großes zu tun, muss ich lernen. Kann man auch ein Gott werden, wenn man kein Kalisch ist? Die Sith sind wie Götter, die nicht gestorben sind. Also, lasst uns trainieren. Danke, Meister. Sith Lord. Wie kann ich euch dienen? Bring mir alle Credits, die du aus den Schwachen herausquetschen kannst. Ja, mein Sith Lord. Nach deinem Krieger keine Ehre, die Hilflosen anzugehen. Aber ich habe getan, was ihr von mir verlangt habt. Das hat ja ganz schön gedauert. Nächstes Mal bin ich schneller, mein Sith Lord. Sith Lord. Wenn ich euch gut gedient habe, möchte ich um einen Gefallen bitten. Alles, was du willst. Mein Vater liegt auf Ilum im Sterben.
Er wird schon tot sein, wenn ich dort ankomme. Es ist meine Pflicht, ihn zu bestatten. Ohne ein richtiges Begräbnis kann er nicht zum Gott werden. Du kannst ruhig gehen und deinen Vater begraben. Mein Vater kann nicht mehr lange warten. Meine Pflicht ist meine Ehre. Mein Vater ist tot. Er war der Letzte meiner Familie. Ich folge jetzt euch. Das Ganze scheint dich nicht sehr zu treffen. Er wird zu einem Gott. Ich lebe. Mein Sith Lord, ihr seid wie ein lebendiger Gott. Ich würde euch bis in den Tod dienen. Ich würde euch Vater nennen. Ich würde euer Vermächtnis bewahren. Es ist schön zu wissen, dass du mich magst. Euer Wille ist der mein. Mein Sith Lord, das Rätsel ist gelöst. Die Kette des Medaillons enthielt eine Holofrequenz. Ihr sollt dabei sein, wenn ich den Kontakt herstelle. Verschwendet keine Zeit. Kontaktiert sie. Es ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Deshalb möchte ich euer Urteil hören, ob es sich wohl um einen Trick handelt. Talus, mein Schüler, wenn du diese Nachricht erhältst, hast du das Rätsel verstanden, das ich dir gestellt habe. Ich habe mich zum Grab von Vaius Antinus, namenlosem Schüler, auf Aduba 6 begeben. Ich verstehe nicht warum, aber Sith wie auch Jedi sind hinter diesem Grab und seinen Geheimnissen her. Dem imperialen Bergungsdienst obliegt die Pflicht, dieses Stück Geschichte zu bewahren. Falls ich nicht zurückkehre, suche nach mir und vollende mein Werk. Auxilio Gunn steckt in Schwierigkeiten. Er braucht mich. Ich muss zu ihm. Findet euren Mentor und helft ihm. Viel Glück. Ein Grab ist natürlich ein angemessener Ort zum Sterben. Aber ich versuche trotzdem, heil wiederzukommen. Mein Sith Lord, ich bin zurück. Aber ohne Auxilio Gunn. Er ist tot. Es schmerzt mich, das zu hören. Jedi und Sith waren gleichzeitig hinter ihm her. Er hat die Fallen im Grab gegen sie eingesetzt. Aber dabei hat er sich selbst eingesperrt. Er hat Erstaunliches entdeckt. Stoff für eine wunderbare Abhandlung. Aber ich frage mich, ob es wirklich wert war, dafür zu sterben. Gab es irgendwelche mächtigen Artefakte in dem Grab? Falls nicht, dann nein. Das stimmt wohl. Warum sollte man alten, verstaubten Dingen nachspüren, wenn sie einem in der Gegenwart keinen Vorteil verschaffen? Nein, was rede ich denn da? Auxilio Gunn würde tot umfallen, wenn er noch am Leben wäre und das hören könnte. Ich muss meine Arbeit fortführen. Ihr habt mir den Glauben zurückgegeben. Danke, mein Sith Lord. Mit so viel Begeisterung hätte ich nicht gerechnet. Die Wissbegierde eines Historikers ist immer wach und niemals gestillt. Mein Sith Lord, ich wollte euch nochmal danken. Die Wunder, die ich an eurer Seite erlebt habe, sind mehr, als ich mir je erhofft hatte. Ihr seid wirklich ein Vorbild für die Sith und das Imperium. Danke für eure freundlichen Worte. Es ist zwar nicht mehr üblich, aber es gibt Beweise dafür, dass sich Nicht-Machtnutzer für wahre Sith als treue Diener erwiesen haben. Diese Diener und ihre Familien waren den Sith und deren Familien über Generationen hinweg treu ergeben. Nehmt meinen Schwur an, mich euch und euren Erben zu verpflichten. Das könnte ich niemals von euch verlangen. Eure Bescheidenheit ist eure bewundernswerteste Eigenschaft. Aber hier ist sie nicht angebracht. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Und wie geht es meinem hübschen Sith Lord? Du bist heute sehr gut gelaunt. Ich habe über die Zukunft nachgedacht. Über uns. Das habe ich auch. Willst du mich heiraten?
Ich wünschte, das ginge. Im Prinzip brauche ich die Erlaubnis des Hohen Rats der Jedi, um zu heiraten. Wieso schert es dich immer noch, was der Hohe Rat der Jedi denkt? Weil ich immer noch ein Jedi bin. Wir können hoffen, dass wir eines Tages bei unserer Mission Erfolg haben, dass es Frieden zwischen dem Imperium und der Republik, den Jedi und den Sith gibt. Vielleicht können wir dann heiraten. Ich habe letztens über die Zukunft nachgedacht. Über uns und über das Imperium. Es ist klar, dass das Imperium sich nicht über Nacht ändert. Das habe ich akzeptiert. Aber was ist, wenn wir tot sind? Bis dahin ist es noch lange hin. Wenn ihr es gestatten würdet, es wäre mir eine Ehre, euer Vermächtnis an eure Anhänger und eure Kinder weiterzugeben. Und sie auch zu lehren, was ich von den Jedi weiß. Ich kann mir niemand Besseren vorstellen, der mein Vermächtnis hütet. Auch wenn wir das Imperium jetzt nicht verändern können, die Generationen, die nach uns kommen, werden eure Lehren lernen und ihnen folgen.